habe ich euch wieder eine kleine Sportaktivität mitgebracht. Oder eher gesagt, drei kleine Spiele. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Luftballon. Für das erste Spiel braucht ihr den Luftballon erstmal so, also nicht aufgepustet, auch noch kein Knoten drauf. Und der Name des Spiels ist die Ballonrakete. So, als Snack als erstes müsst ihr den Ballon jetzt aufpusten. So, ungefähr die Größe hat. Ihr dreht ihn so um, dass der Ballon nach oben schaut, der Zipfel hier unten ist. Und dann lasst ihr ihn einfach einmal starten. Und fangt ihn so schnell es geht wieder auf. Und wenn ihr euch ganz geschickt anstellt, dann fangt ihr ihn noch auf, bevor er auf den Boden fliegt. Und wenn ihr es noch spannender haben wollt, dieses Spiel, dann könnt ihr es auch gerne mit euren Geschwistern zusammenspielen und einen kleinen Wettkampf daraus machen. Das heißt, jeder von euch kriegt seinen eigenen Ballon, ihr pustet ihn auf und lasst ihn gleichzeitig starten. Und dann natürlich, wer als allererstes seinen Luftballon wieder geholt hat, der hat gewonnen. So, das zweite Spiel heißt Ballon jonglieren. Dazu braucht ihr jetzt den Ballon aufgepustet mit einem Knoten, sodass die Luft nicht mehr rausgeht. Die Aufgabe ist, dass der Ball oder der Luftballon nicht den Boden berühren darf. Das heißt, ihr versucht den Ball, solange es geht, oben in der Luft zu halten. Ihr könnt dabei eure Hände benutzen oder auch eure Füße. Und wem das zu leicht ist mit einem Ballon, der kann auch noch einen weiteren Ballon nehmen, das wird schon schwieriger. Und wem das aber immer noch zu leicht ist, der kann auch noch einen Ballon nehmen. Und eben der Ballon darf nicht auf den Boden kommen. Okay, und das dritte Spiel, dafür habe ich hier schon was aufgebaut. Ihr braucht vier Markierungen. Ich habe jetzt hier die Wasserflaschen genommen. Ihr könnt aber natürlich auch Schuhe nehmen oder was auch immer ihr zu Hause finden könnt. Ihr braucht dazu wieder einen aufgepusteten Ballon mit einem Knoten drauf. Hoffentlich sind sie im anderen Spiel noch nicht kaputt gegangen. Und jetzt gibt es zwei Varianten, wie ihr hier einmal im Slalom herumlaufen müsst. Ich zeige euch das jetzt gleich mal, mache ich das vor. Die erste Variante, ihr nehmt den Ballon zwischen eure Knie, klemmt ihn hier fest ein, sodass ihr ihn nicht verliert. Fangt an und lauft einmal im Slalom hier durch, ohne den Ball zu verlieren. Sollte euch der Ballon runterfallen, müsst ihr wieder von vorne anfangen. Sieht leichter aus, als es ist. Ich bin kurz davor, ihn zu verlieren. Okay, ihr schafft. Zweite Variante. Jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger. Ihr klemmt den Ballon hier zwischen eure Knöchel. Geht wieder in Startposition und dieses Mal gehen wir im Hüpfen im Slalom durch unsere Markierungen durch. Und auch wieder hier. Wer den Ball verliert, muss zurück an den Start. Okay, ich hoffe, euch ist jetzt klar, was ihr machen müsst und legt direkt los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich schon auf eure Videos. Tschüss!